Gute, ihr lieben Makerlein, heute schauen wir uns mal den Ender 3 Pro zu meiner linken und den Ender 3 V2 zu meiner rechten an und vergleichen mal beide Drucker, worin sie sich unterscheiden und worin sie sich gleichen. Fangen wir erstmal an mit dem Aufbau von beiden Druckern. Und da muss ich ehrlich sagen, unterscheiden sich beide Drucker nicht wirklich voneinander. Der Aufbau ist bei beiden ziemlich genau das gleiche. Ein kleiner Unterschied ist trotzdem noch, dass beim Ender 3 Pro die Z-Achse hier, gerade die Kupplung und der Motor entsprechend noch komplett zerlegt ankommen. Zumindest mal bei dem Modell war es hier so. Und beim Ender 3 V2 war die Z-Achse entsprechend komplett zusammengebaut. Das Einzige, was gefehlt hat, war hier wirklich die Spindel. Die musste ich nochmal manuell reinmachen, eine Schraube festziehen und hier halt entsprechend den Motor mit dem Mount an dem Profil festschrauben. Ansonsten war der Motor mit der Kupplung und dem Mount für das Profil entsprechend schon komplett vorassembled. Das heißt also, dieses ganze Missverständnis, wie in welche Richtung der Motor denn vormontiert werden soll oder montiert werden soll, was wir in einem einen Stream hatten, ist damit komplett aus dem Weg geräumt und lässt nicht mehr viel Spielraum für irgendwelche Interpretationen. Kann man also nicht mehr viel falsch machen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist hier dieser Gurtspanner vom X-Antrieb, aber auch vom Y-Antrieb. Und da sieht man jetzt beim Vorgänger entsprechend hier drüben, ich mache nochmal gleich eine Nahaufnahme rein, dass dort zwei Schrauben zu lösen sind und dann kann man diesen Spanner halt ziehen, Schrauben festdrehen und dann hält das Ganze. Das ist alles ganz gut und schön, aber ich habe bei dem jetzt gemerkt, je nachdem wie stark ich den spannen möchte, kommt die erste Schraube, greift die schon nicht mehr im Profil richtig rein. Das gleiche Spiel ist ungefähr hier unten bei der Y-Achse. Da muss man auf beiden Seiten jeweils zwei Schrauben lösen, das Ganze ein bisschen rausziehen. Wenn man da zu weit rauszieht, weil der Gurt halt durchgeleiert ist, dann kann es leicht passieren, dass die eine Schraube schon mal entsprechend ein bisschen übersteht. Genau, das haben sie hier entsprechend ein bisschen entkräftet. Man hat jetzt hier einen Spritzgussteil, wo dann eine Schraube drin ist, die man per Hand drehen kann. Das heißt, man braucht kein Werkzeug mehr. Das muss nochmal manuell vormontiert werden. Ist ein Bauteil, was aus zwei, drei Teilen besteht und dann kann man das so zusammenbauen und kann es hier in den Gurt durchführen und dann alles draufpacken. Das ist, finde ich, angenehmer, weil man halt einfach kein Werkzeug mehr braucht, aber ansonsten unterscheiden sich die Drucker beim Aufbau nicht wirklich großartig voneinander. Der nächste Punkt ist der Punkt Mechanik. Unter allem unterscheiden sich die Drucker auch nicht wirklich. Der Extruder ist der gleiche. Der X-Antrieb ist quasi vom Aufbau her gleich. Das heißt, der Gurt läuft immer noch durch das Aluprofil unten durch und die Räder laufen über das Aluprofil oben drüber. Das gleiche bei der Y-Achse und bei der Z-Achse. Da hat sich nicht wirklich was geändert. Warum auch? Das funktioniert und das bringt an sich ganz gute Ergebnisse. Einzig und allein, wie ich eben schon erwähnt habe, die Gurtspanner bei der X- und bei der Y-Achse, die haben sich natürlich geändert. Der dritte Punkt ist ein Punkt, mit dem habe ich nicht gerechnet und da bin ich echt positiv überrascht worden, und zwar das Netzteil. Beim Netzteil ist beim Ender 3 Pro ein Meanwell-Netzteil verbaut. Das wurde auch damals groß beworben und das haben sie beim Ender 3 V2 erstmal nicht getan. Und ich habe auch schon Berichte gesehen, wo ich gelesen habe oder gesehen habe in den Videos, dass beim Ender 3 V2 dann am Anfang vielleicht in der ersten Version noch China-Netzteile verbaut worden sind, also günstige China-Netzteile. Meanwell kommt ja auch aus China, ist also, aber es kommt halt auf die Qualität an, die da geliefert wird und Meanwell ist da halt schon ein gutes Stück weiter als die ganzen Kloner, die da in China unterwegs sind. Und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme das Ganze mal auseinander und guck mal rein, was für ein Netzteil unter der Abdeckung wirklich drin ist und ich war überrascht, es ist das gleiche wie beim Pro. Von daher, es ist eine positive Überraschung gewesen und es hat mich sehr gefreut. Von daher schlafe ich noch mal eine Nummer ruhiger, wenn der Drucker druckt. Der vierte Punkt, und da muss ich sagen, kann ich die jetzt nicht ganz hundertprozentig vergleichen. Warum? Es geht ums Motherboard und das Motherboard habe ich beim Ender 3 Pro schon ausgetauscht. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil ich da andere Treiber drauf packen wollte. Hier ist jetzt ein SKR 1.3 Mini für die E3 Edition, also für den Ender 3. Und der hat automatisch schon mit den Treibern entsprechend die Silent Version drin. Das haben sie hier auch eingebaut. Das heißt also, ich habe hier den Mod, der hier drin ist, schon mal separat nachgerüstet manuell. Das sind natürlich nochmal 40 oder 50 Euro, die man mehr berechnen muss, je nachdem, wo man das Board kauft. Und von Werk war da aber ein ganz anderes Board drin. Ja, ich wage zu behaupten,
Das Gröbste, was man da an dem Unterschied merkt, erstmal die Geräuschkulisse ist, weil die Geräuschkulisse bei dem Board ist echt, naja, sehr laut gewesen. Der hat halt dieses typische Kreichen von den Treibern und von den Motoren gehabt, was zu Anfangszeiten damals die 3D-Drucker hatten. Mit dem Silent Mod ist das passé und man hört wirklich nur noch die Lüfte. Und genau das Gleiche ist hier schon von ab Werk verbaut. Deswegen auch wahrscheinlich die Version 2. Also das muss ich echt Creality lassen. Die haben da echt ein bisschen Arbeit gemacht. Die haben da jetzt das Meanwell-Netzteil wieder reingepackt, haben das Board abgegradet und das Ganze haben sie auch noch schicker verpackt. Muss man echt sagen. Also wenn hier das Netzteil noch oben drauf steht, ist es hier unten schön in so einer Abdeckung unten in der Einheit verpackt, in der Y-Einheit. Wirkt ein bisschen hochwertiger, muss ich sagen. Ja, irgendwie das gleiche beim Motherboard auch. Also es ist konsequent einfach weiterentwickelt worden und man hat auf die Community gehört, so hat es den Eindruck. Und es macht auf jeden Fall einen sauberen Eindruck auf mich. Ja. Gemessen habe ich natürlich die Geräuschkulisse bei den zwei Boards natürlich auch. Und da muss ich sagen, ist der Ender 3 Pro noch ein Ticken leiser mit dem SKR Mini. Das kann aber auch daran liegen, dass eventuell, je nachdem, wo er gerade druckt, was er gerade druckt, wie stark der Gehäuselüfter oder der Teilelüfter entsprechend gerade läuft, dass da ein bisschen Unterschied drin ist. Beide waren grob um die 60 rum. Ich sag mal, im lautesten habe ich den bei 63 gehört, den Ender 3 Pro, und den Ender 3 V2 habe ich bei 65 irgendwas gehört. Ich blende euch gleich mal ein paar Aufnahmen ein. Das gibt sich nicht wirklich viel. Ja, klar, das ist ein Unterschied und man sagt ja auch, ab einer gewissen Dezibelzahl verdoppelt sich immer pro Dezibel entsprechend die wahrgenommene Lautstärke. Ja, aber es macht jetzt hier bei den Druckern, wenn die hier stehen und drucken nebeneinander, macht es keinen Unterschied. Also ich merke jetzt persönlich mit meinem Gehör keinen Unterschied mehr. Genau. Dann kommen wir direkt zum nächsten Teil und das ist der Extruder. Und beim Extruder hat sich bis auf eine Kleinigkeit nicht viel geändert. Da ist immer noch dieses kleine, eklige Hebelchen, was man drücken muss, wo man sich teilweise, ich gehe immer gerne hin und drücke dann hier an dem Kabelclip für die Stromzufuhr vom Hotend entsprechend, stütze ich mich immer ein bisschen ab und habe dann hier schön Aua am Finger. Das haben sie genauso gelassen. Der einzige Unterschied ist, dass sie hier beim V2 so ein schickes Spritzgussteil hier oben drauf gepackt haben mit einer Messingfassung unten drunter, dass man das halt dann schon direkt aufstecken kann. Das wird also ab Werk mitgeliefert. Muss ich aber sagen, bin ich von der Version, wie sie es umgesetzt haben, kein Fan von. Ganz einfach, weil das wackelt. Das wackelt wie ein Kuhschwanz und hält nicht richtig. Während das hier, das ist bombenfest, das sitzt richtig gut, das funktioniert auch super. Nicht, dass das nicht funktioniert, ja, aber es wackelt halt ganz arg und man hat es auch mal schnell in der Hand. Das passiert bei dem Teil hier nicht. Das nächste wäre die Geschwindigkeit beim Aufheizen. Und da habe ich jetzt bei beiden getestet. Ich habe zuerst mal den Ender 3 Pro getestet, weil der bis auf die niedrigere Temperatur aufheizt, sowohl beim Hotend als auch beim Bett. Der heizt bis zu 185 Grad und 60 Grad mit den Standard-PLA-Temperaturen auf und habe das als Maßstab genommen und habe dann hier beim Ender 3 V2 entsprechend gemessen, wie lange es dauert, bis er auf 185 Grad ist. Und da muss ich sagen, ist der um eine halbe Minute schneller. Und nicht nur um eine halbe Minute schneller, sondern das Druckbett ist dann auch schon bei 60 Grad und nicht erst bei 45. Ja? Das ist also schon mal ein Riesenunterschied. Der ist deutlich schneller aufgeheizt und wenn ihr viele Sachen drucken wollt am Tag, dann ist das schon mal ein kleiner Unterschied. Ja? 10-mal am Tag eine halbe Minute macht ein bisschen was. Ja, das nächste, und da muss ich sagen, bin ich eindeutig beim Ender 3 V2. Da werde ich mir auch für den Pro jetzt entsprechend das Teil nochmal nachbestellen. Das ist die Druckplatte. Da ist eine Ultra Bass dabei, auch wenn die jetzt hier nicht 100% gerade ist, wie ich herausgefunden habe. Aber man kann auf ihr verdammt gut drucken. Die Größe passt, natürlich ist es das gleiche Druckbett. Man muss noch mal gucken, ob man vielleicht ein paar andere Klammern bekommt, weil hier dieses Magnetbett entsprechend. Ich mag die Klammern sowieso nicht. Also das sind so ganz dünne Blechklammern. Ich kann hier noch mal ein bisschen eine Nahaufnahme reinpacken. Das sind ganz dünne Blechklammern, ganz billig. Hat der Ultimaker auch. Gefällt mir aber beim Ultimaker genauso wenig. Nur dass der Ultimaker halt hier noch mal so eine Kante dabei hat, so eine etwas längere Kante, wo man dann noch mal ein bisschen reinkommt. Habe ich mir aber auch schon oft genug die Finger oder den Nagel irgendwie angeschnipst. Muss nicht sein. Ja, also stehe ich nicht drauf, muss nicht sein. Gerade wenn hier noch die dickere Folie drauf ist, die Magnetfolie für diese Druckauflage.
funktionieren die Dinger eh nicht. Deswegen kommen da so ganz normale Clipser, wie man sie sonst von jedem anderen 3D-Drucker kennt. Und dann hält das Ding auch bombastisch fest. Und die Druckoberfläche, muss ich echt sagen, ist super. Die hält gut, lässt sich schnell einstellen, macht also echt was her und ist als, denke ich mal, als Ersatz für, als Dauerabdruckplatte, als PEI-Ersatz oder sonst was in der Richtung durchaus geeignet. Genau. Last but not least ist das Entscheidende natürlich, egal welche Features der Drucker hat und wie leise er ist und wie schnell er drucken kann und wie schnell er aufheizen kann, ist das einzig Wahre natürlich die Druckqualität. Und ich habe mir jetzt hier einfach mal die SD-Karte vom V2 geschnappt, weil ich beim Ender 3 Pro die Daten, die initialen Druckdaten nicht mehr auf der SD-Karte habe und habe mit der SD-Karte auf beiden Druckern das gleiche Objekt in zwei PLA-Filamenten gedruckt. Einmal hier von 3D-Experten das Silky PLA und einmal von KVP das PLA. Und gedruckt habe ich diesen kleinen Hund, der da mit dabei ist. Das ist jetzt nicht kein langer Druck, der dauert knapp 2 Stunden. Aber man kann dann entsprechend auch gleich mal gucken, wie ist denn der Unterschied in der Druckqualität. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal hier unten die... Ups, da werfe ich es schon weg. Wenn ich hier unten die Basis mal weglasse, weil ich beim Ender 3 Pro immer noch dieses Z-Binding-Problem habe, was ich nicht gelöst bekomme, und mir nur den Hund separat anschaue, dann erkenne ich da nicht wirklich einen Unterschied. Die sind beide von der Qualität her, würde ich sagen, komplett identisch. Die sind beide gleich gut. Das gleiche auch mit dem anderen PLA. Also das haben sie wirklich out of the box gedruckt. Ich habe die Drucker nur bei aufgeheizten 60 Grad im Druckbett gelevelt und dann entsprechend diese Objekte rausgehauen. Die sind, würde ich sagen, so in Ordnung. Beim KVP-PLA erkenne ich ein bisschen mehr ein Muster, während ich bei ihm hier so ein bisschen wahllos irgendwie erkenne, dass die Layer nicht ganz perfekt sind. Aber das sind Kleinigkeiten, das sind Nuancen. Die kann man nochmal einstellen, je nach Filament. Bei dem Silky merke ich gar keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Von daher, die machen beide was her, sind beide leise mittlerweile. Den Ender 3 Pro habe ich ja nachgerüstet. Der kommt schon von Haus aus leise und da muss man sich halt überlegen, bringt es das, wenn man halt jetzt sich das Ganze nochmal den alten kauft und dann nochmal nachrüsten muss? Oder reicht es vielleicht, wenn man sich den alten kauft und den gar nicht mehr nachrüsten muss? Sagt man das, okay, ich habe den sowieso im Keller stehen oder so ist eine Richtung und es juckt mich nicht, ob der jetzt laut oder leise ist. Den höre ich eh nicht, weil der Druck vor sich hin und gut ist. Ich würde aber sagen, wenn ihr das Ding halt nicht im Keller stehen habt, schnappt euch den V2. Der hat nämlich auch noch das schickere Display und insgesamt würde ich sagen, ist es das bessere Konzept. Der hat hier vorne nochmal den Stauraum, der hier vorne leer ist beim Pro entsprechend, haben sie hier nochmal ausgenutzt, haben da eine kleine Schublade reingepackt. Da kann man dann Werkzeuge reinpacken, wie zum Beispiel Imbusschlüssel oder den Kabelknipser und sowas in der Richtung. Beim Ender 3 Pro habe ich überlegt, ob ich irgendwelche Teile drucken soll, mit denen ich das Werkzeug hier an die Seite hängen kann. Das Netzteil ist hier an der Seite angebracht. Das ist Geschmackssache. Ich finde es schöner, wenn es hier so integriert ist und alles so schön on the go ist. Und ja, es macht Sinn. Es ist eindeutig ein V2, auch mit dem leiseren Board und sowas in der Richtung hat man auf die Community gehört, dass man hier kein Werkzeug mehr braucht. Hier oben braucht man sich das Teil auch nicht mehr zu drucken, wobei man kann es sich drucken, muss es aber nicht. Ja, es macht also deutlich mehr Sinn und ist auch insgesamt, würde ich sagen, ein sehr stimmiges Paket. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die kleine Review in Anführungszeichen bzw. der Vergleich gefallen. Wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt gesund. Happy Printing!